Signaal, deze. Kast. Ja, oké, DJ, let's go. Es ist gerade um 8 und ich lieg schon wieder wach in einem Bett, was ich vergesse, wie getan die letzte Nacht. Ich denke noch nach, wenn ich neben mir im Bett, da guckt Jackie mich an und sagt, aber die Zähne aus der Kette. Ich schrecke auf und merke sofort, was ich geht. Ich spring auf dem Bett, doch auf mein Fuß wie eine Korde verdreht. Kann mich deswegen auch gerade nur durch Kabel bewegen. Da brüllt Jackie jetzt doch und hält mir eine Knarre an Schädel. Sie sagt mir, ich hab nicht mehr lange zu denken. Für meine Schwester bist du Büßel, also fang an zu bitten. Bitte chill, ich wollte Jimmy nicht killen, sondern sie mich. Die Olle hat sich selbst gekillt, ich schwöre, bitte schieß nicht. Du musst mir glauben, die Schlampe war besessen. Lass mich laufen und verdammt, die Sache ist vergessen. Sie lacht mich an und sagt, ich bin halt schon die Wahrheit. Die holt aus und zertrümmert mir die Nase wie ein Sparschwein. Oh yeah, was ist denn da passiert? Und warum lieg ich heute ausgerechnet neben mir? Mit dem Kopf voller Whisky und dem Handblut verschmiert. Let's go, die Frage, was soll bei Fendi von mir? Wow, was war gestern wieder los? Und warum liege ich geknibbelt neben dieser Frau? Es war doch alles cool und heißes Leben oder Tod. Anscheinend stehe ich auf Trauma, ja, das ist wohl eben so. Es ist gerade ja so, dass ich versuche mich zu schreien. Doch die Schmerzen meiner Nase sind grad Phase und ich schreie doch. Merk wie die Flügel der Dielen an mir vorbeiziehen. Da die Hure mich wie ein Scheiß wie an meinem Bein zieht. Bin zwar benommen, doch schreit wie an ein Spieß. Sie schreit, als Maul zieht und schießt auf mein Knie. Das Blut kommt aus meinem Bein wie aus einem Wasserhahn. Sonst bin ich hier bald krass am Marsch. Jackie zerrt mich in einen anderen Raum. Bindet mich an der Heizung fest, so wie ein Hund an dem Bach. Geht in der Kammer und holt auf seinen Hammer heraus. Sie flüstert mir ein Wort. Und wie bist du für Mama den Traum? Großer Fehler, Bitch, ich kann mich von Interesse befreien. Gib mir ne Kopfnuss und schlag wild in ihre Fresse hinein. Und nachdem ich ihr Gehirn fachmännisch zerstampft hab, Blut verschmiert raus auf die Straße und Dampf ab. Yeah, was ist denn da los? Okay, 恭喜。